Also eines Tages bin ich durch die Klingenstraße gegangen, da habe ich gelesen, Seniorentreffen zwischen 60 und 100 Jahren. Und da habe ich es zu meiner Frau gesagt, da habe ich gesagt, da gehen wir hin. Und da sind wir her und es war so schön. Und da gehen wir jeden Mittwoch hin und wir freuen uns auf. Ja, ich bin gestern, vorgestern vorbeigefahren, habe ich geschaut. Sind die Folge auch weg? Ja, 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 das ist ja, ja, also von dir gleich Was ist das Besondere an Ihrem Stammtisch hier? Ja, man kann schön reden und man kriegt einen guten Schoppen und man kriegt was Gescheites zu essen und ist in Ordnung. Worüber reden Sie? Oh, gehe ich ja alles Mögliche. Gehe ich von Gott und die Welt, über Sex, über alles. Was halten Sie denn jetzt davon, dass der Bus jeden Tag paar hundert Mal durch die Klingenstraße fährt? Das ist zwar nicht schön, aber stört uns eigentlich nicht. Da geht er wieder weg und es wird auch wieder anders. Es wird ja wieder anders. August, Ende August, glaube ich, ist die Schiene wieder, das alles wieder in Ordnung. Es ist halt so. Gut. Was man nicht ändern kann, das soll man hinnehmen. Ne? Soll man sich nicht drüber aufregen.